In diesem Märklin-Erklärvideo zeigen wir Ihnen, wie Sie die Brems- und Anfahrverzögerung Ihrer Lokomotive über die Mobile Station und Central Station bearbeiten können. Damit fährt eine Lok weicher nach dem Halt wieder an oder legt einen längeren Bremsweg zurück. Zum Ändern der Einstellungen drücken Sie auf der Mobile Station 2 erst die Shift-Taste und dann gleichzeitig die Taste mit dem Lok-Symbol. Jetzt sind Sie im Menü der Lok-Einstellungen. Hier scrollen Sie runter auf die Abkürzung ACC für die Anfahrverzögerung und wählen diese Funktion aus. Auch diesen Wert können Sie anpassen. Eine niedrige Zahl ist ein kurzer Bremsweg und eine hohe Zahl ist ein langer Bremsweg. Diese Einstellungen können Sie auch in der CS3 ändern. Tippen Sie in der Lokliste auf Bearbeiten, Loks bearbeiten und wählen Sie die gewünschte Lok aus. Auf dem Reiter Einrichten sehen Sie die Anfahrverzögerung. Hier können Sie jetzt auf der CS3 den Wert ändern. Niedriger Wert und die Lok fährt schneller los, hoher Wert und die Lok fährt langsamer los. Das Pendant dazu ist die Bremsverzögerung. In der Mobile Station finden Sie die Einstellungen wieder im Menü der Lok-Einstellungen und dort unter der Abkürzung DEC. Auch diesen Wert können Sie anpassen. Eine hohe Zahl ist ein langer Bremsweg, eine niedrige Zahl ist ein kurzer Bremsweg. In der Central Station gehen Sie wieder in den Reiter Einrichten Ihrer Lokomotive, um die Bremsverzögerung anzupassen. Hier finden Sie die Einstellung Bremsverzögerung und geben in das Feld Ihren gewünschten Wert ein. Wenn Sie fertig sind, bestätigen Sie Ihre Einstellungen mit OK.